Der Vorsitzende der Unionsfraktion Ralf Brinkhaus besuchte an diesem Donnerstag den Wohnsitz Konrad Adenauers in Röndorf bei Bonn. Guten Tag erstmal an Sie, hallo. Kaum ein Politiker habe die Bundesrepublik so geprägt wie Adenauer, sagte Brinkhaus bei seinem Besuch. Also mir ist es sehr wichtig, hier im Haus von Konrad Adenauer zu sein, weil man kann sich, seine Partei und auch seine Fraktion, Konrad Adenauer war der erste Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, auch nur aus der Geschichte heraus verstehen. Konrad Adenauer hat die Wurzeln gelegt für ganz, ganz viele Dinge, die uns heute auch noch wichtig sind. Die soziale Marktwirtschaft, die Westbindung, die europäische Integration. Und insofern ist es eigentlich auch für jeden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein lieber Pflichttermin, hier hinzukommen. Im Jahr 1937 zog Adenauer mit seiner Familie in das Haus am Westhang des Siebengebirges. Dort empfing er auch andere Staatsmänner, wie zum Beispiel Charles de Gaulle. Adenauers politische Weitsicht und sein frühes Engagement für die deutsch-französische Freundschaft verdienen bis heute höchste Anerkennung. Also man kann eine ganze Menge Dinge von Konrad Adenauer auch lernen. Zum einen ist er sehr strukturiert vorgegangen, wenn er Ziele hatte, die er dann auch durchgesetzt hat. Rheinisch charmant, aber immer sehr durchsetzungsstark. Und zum anderen glaube ich, dass wir gerade in der heutigen Zeit die europäische Perspektive von ihm einnehmen können und einnehmen müssen. Und das ist auch für uns die Aufgabe, diese deutsch-französische Freundschaft, die immer auch die Achse war und Achse sein wird, für eine Weiterentwicklung von Europa zu pflegen. Gemeinsam mit dem Vorstand der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus besuchte Brinkhaus auch die Ausstellung Konrad Adenauer, Rheinländer, Deutscher, Europäer. Die Dauerausstellung wurde erst im letzten Jahr neu konzipiert und zeigt Adenauers politisches Wirken von seiner Zeit als Oberbürgermeister bis zu seinem Wirken als großer Europapolitiker. Deswegen ist es ganz klar, und das ist die Inspiration, Europa ist ein Friedensprojekt, das hat niemand in der deutschen Politik so früh gesehen wie Konrad Adenauer. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt. Deswegen sollte man auch öfter mal hier vorbeischauen.